Packe ich das denn jetzt rein? Hier? Oh shit. Das ist so ein Einmalding. Ah, oh, shit. Oh, die Macht seines kann durch eine Fingerlehre erschlossen werden. Aha. Oh. Gewährt bei Verwendung den Segen einer ausgerüsteten... einer ausgerüsteten großen Rune? Wie rüste ich die Scheiße... Oh, warte mal. Wahrscheinlich am Lagerfeuer. Ich habe gerade den Platz gesehen. Oh Gott. Neue Werte. Im mit einem Rundbogen lässt sich das sogar noch verstärken. Jo. Erhöht alle Attribute. Ihr Segen erhöht alle Attribute. Okay. Aber ist so alles gleich geblieben. Egal. Ich weiß auch übrigens, wo wir das Pferd herbekommen. Wenn wir mit Melina sprechen, sollen wir das, glaube ich, bekommen. Das Pferd. Aber... nee. Allerdings, wir brauchen das Pferd, um hier zum Beispiel weiterzukommen. Ach, scheiß drauf. Wir reden mit ihr. Oder... nee, noch nicht. Frage ist aber, wo zum Fick ist der Schmied? Oder ist der Schmied hier im Wald? Aber im Wald waren wir, glaube ich, schon.
schwierig. Alles sehr, sehr schwierig. Hier sind wir teleportiert. Hier brauchen wir so einen Schlüssel, der ist irgendwo da. Godric der Verpflanzte. Gelegene Zelle. Guck mal, der Typ sieht doch so aus, als würde er was können. Ah, ne. Ja, noch ein bisschen gucken gehen. Ich hab jetzt nicht viel über. Nur ein bisschen hier zu erkunden. Das sieht ja so aus, dieses eine Bild mit dem Typen da, mit dem alten Opa. Oh. Oh, den Weg hätte ich mir sparen können. Zum Beispiel hier. Nicht von dieser Seite zu öffnen. Wie kommen wir da rüber? Oh. Oh. Ich glaube, das ist zu tief. Oh. Ah, YOLO. Oh, da unten geht's halt wirklich weiter. Shit. Oh, huh. Schon wieder irgendwen flüstern. Na komm dran. Jo. Ich hasse euch Ratten. Gegen riesen Rat. Hm. Jetzt ist eindeutig. Oh. Grollruf. Oh. Jetzt ist dunkel. Für ein bisschen Licht. Das nicht gut. Ein Bossraum. Aber alle Attribute verbessern. Ich sehe keine Attribute verbessert. Das ist fishy. Diese Rune verarscht. Na gut, viel mehr ist hier aber auch dann nicht. Außer der hier. Weil ich will nach Hause gehen, da hört sich gar nicht gut an. Oh shit! Der Dude!
Toll. Fuck! Ja! Oh yeah, baby! First fucking try! Ich hab Angst, ich will nicht mehr, Mama! Am Arsch, Junge. Nix kann er. Seid ihr ein Riese? Nee. Das da ist ein Riese. Geschwür des Todesprinzen. Erhöht die Lebenskraft. Lebenskraft bestimmt die Resistenz gegen die Effekte des Todes. Ah ja. Okay. Oh, kann man den skippen, oder was? Diesen leichten Gegner. Dem ich... Das ist unglaublich. Mit dem Zweihänder ist er bestimmt richtig einfach, weil wir den richtig schnell stunlocken können. Müsste man nur wissen... Alter. Junge. For the thrill. Snake Eater. Bla bla bla. Bla 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 bla. Snake Eater. Echt jetzt? Schlange, Schlange, Schlange. Snake Eater! Zum Glück geht's runter schneller. Ich glaube aber, die Musik ist Copyright geschützt, sonst würde ich die hier einbauen, wenn ich hier hochkletter. Aber ganz ehrlich, ich krieg sowieso kein Geld. Erstens Frucht und dann Tränen. Statt hin. Wenn nicht erwartet, das Oktopus. LOL. Hier ist Ende. Ui. Oh, das ist ja richtig, wirklich ein Wurm oder so. Bin jetzt war ich hier unten nur wegen dem. Nur wegen dem Shit. Gegen den ich nochmal kämpfen muss. Das ist jetzt blöd. Naja. Snake Eater! For the real. Mehr Wörter werden sie aus dem Ding jetzt gar nicht. Außer Snake Eater! Bla 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 bla. Schalala. Schabdabda. Snake Eater! Ja. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wie viel haben wir von diesen. Eindeutig falsche Richtung. Erhöht alle Attribute, mein Arsch. Muss ich das irgendwie aktivieren oder was? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Oder auch nicht, weil ich möchte es gerne eigentlich selbst herausfinden. Zwei! Wir haben eine neue Flasche. Ich hab nichts gesagt, alles worth it. Hallo? Oh, warte mal.
Schmied? Nein! Der mich verbuggt? Ah, wunderschöner Ladebildschirm. Aber das Symbol haben wir da sogar. Das Symbol haben wir auch. Das unten. Also quasi das, den Halbmond haben wir. Und dieses Symbol in der Mitte. Da war auch das mittlere Symbol. Shit. Ich bin zu spät. Oder habe ich ihn umgebracht, als ich hier das erste... Ah! Oh, hier war doch das... Jump down. Ja, nö. Brauche ich nicht mehr. Scheiße. RIP. Ja gut, Schmied gefunden. Lol, der Ding war ein Warner. Ein einzigartiger Gegner. Das ist immerhin nice. Oh, das wurmt mich jetzt. Dass ich jetzt nicht weiß, wo der Schmied ist und ob ich den Spiel umgebracht habe. Hier war ich ja jetzt überall. Das ist jetzt in der... Da würde ich ja jetzt gleich mal kurz, auch wenn es jetzt gegen meine Intuition geht, kurz mal selber nachschauen, wo der erste Spiel ist. Elden Ring Meet. In Folge 25 hat einer einen neuen Schmied gefunden. Ja. Tafelrundfeste. Ja. Gut. Das ist auf jeden Fall eine interessante Art und Weise, alle Sachen freizuschalten. Und ich sag dazu nur... Nee! Gut. Ich weiß jetzt, wie ich alles freischalten kann, aber ich entscheide mich bewusst dagegen. Und mal gucken, wann ich es bereuen werde. Oh, warte mal, hier war doch Mr. Lobster. Das ist natürlich jetzt sehr belastend.
Alles ist bei Melina. Ein Pferd ist bei Melina. Schmied ist bei Melina. Die verrät einen doch. Bam. Mehr springen. Da sind wir jetzt ja ausgelegt für. Oh Gott, nö. Euch brauche ich aber dennoch. Für meinen. Für den anderen Drachen. Ah. Moin. Habt ihr hier so? Was versteckt ihr hier, hä? Feuer! Nein! So. Geil. Geil. Wo ist hier der Pilz? Oh, Kristallknospen sogar. Oh ja, okay. Aber ich würde sagen, da alles an Melina geknüpft ist, und wir das Spiel ja auf Level 1 durchspielen wollen, gebe ich mich geschlagen und rede mit ihr. Ja? Aber leveln tun wir trotzdem nicht. Okay, Melina, du hast gewonnen. Have you reconsidered my offer? Then it's settled. Summon me by grace. Nein. To turn runes into strength. Ah. Another matter. I bequeath to you this ring. Hmm. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Ah, doch nicht? Kommt die jetzt immer hier ange... Forgive me. I've been testing you to see whether or not grace truly does guide you and whether you are fit to face the challenge that entails. It seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hold, gathering place of tarnished champions, guided by grace. Very well. Let my hand rest upon you for but a moment.
Das ist nicht mein Kopf. Okay. Aberrundfeste! Da sind wir. Haben sich befleckte die führende ein uralter Friedenspakt untersagt sämtliche Kämpfer an diesem Ort, das Symbol der Tafel und Zeile, das ihr Frieden noch hält. Sie außerhalb dieser Welt, sie kann nur über Orte der Gnade erreicht werden, über die Karte. Moin! I don't believe we've met. I'm known as D. I hunt down those who live in death and weed their death root. Heed my warning. Those who live in death should be left well alone. All the more should you spy a mariner among their number, unless you wish to lay down your life in vain. Well, well, with a prowess for weeding death root. How would you like to earn the strength of beasts? If you're inclined to haunt more of those who live in death and weed their death root, then I'll introduce you to Garank, the beast clergyman. I have a matter of my own to attend to. And the beast himself wishes for someone to take my place. What say you? Very well. Show me your map. I've marked the location for you of a hidden gateway. It will lead you to Garank, the beast clergyman. Ah ja. Die rote Markierung. Ah, okay. Ganz schön viel neues Stuff hier. Moin! A pleasure to meet you. Rotkäppchen. My name is Roderica. I'm a recent arrival. Isn't this place impressive? The round table hold. Covert quarters of the two fingers. And gathering place of champions who vie to become Elden Lord. I never knew the guidance bestowed upon us tarnished had such fantastic roots, although it's all a bit much for me, in truth. I'm still looking for my own purpose. It's all a bit much for me. I'm still looking. Okay. Schmied! Where you at? Okay. Moin. Are you that new tarnished? You've done well. I am Enya, the finger reader. I interpret the words of the fingers, envoys to the greater will. Look there. The fingers tremble. To welcome you, Shardbearer. Let their wisdom wash over you. Great Elden Ring. Root of the Golden Order. Anchor of all lands. Giver of grace. Wellspring of all joy. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating. But the greater will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the tarnished are guided by grace, called to act. Brave tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind to become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. Okay, also das Symbol von Elden Ring sind quasi die Runen. Alle zusammen ergibt quasi den Elden Ring. Well, I
gold has found its way into your possession. Demigods and even the Crater of the Champions are hewn by the Erdtree upon their end into remembrances. They are valuable indeed. These remembrances yet house the power of their former masters. And should you wish to wield that same power, well, I will lend you the strength of the fingers. Oh, do not recoil from my offer. The fingers guide us all. And you, tarnished, you are here to take, are you not? Im Menü für die Macht der Echos könnt ihr die Kraft des Namensgebers empfangen. Jedes Echo kann euch eine Kraft liefern. Sobald ihr die Kraft empfangen habt, vergeht das Echo. I befehl you, Neil. Das ist geil. 34 Stärke. Verpflanzter Drache. Lol. Vor allem, der verpflanzte Drache kostet einfach 2k. Okay. Great runes are the stuff of demigods, the children of the goddess, Queen Marika, she who is vessel of the Elden Ring. Tainted by the strength of their runes, her children warred, but none could become Elden Lord. And so grace was extended to your kind, the Tarnished. Listen, the fingers speak. The greater will has long renounced the demigods. Tarnished, show no mercy. Have their heads. Take all they have left. Indeed. But remember one thing. The demigods are each and all the direct offspring of Queen Marika. Godric the Grafted was but a distant relation, the runt of the litter, his divine blood sorely diluted. Dachte ich mir schon. Let the words of the fingers guide you. Wild. Oh, I see you've just arrived. Welcome to the Roundtable Hold. I'm Corin, a man of the cloth. I teach incantations, the strength granted us by the two fingers, and explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men. By the way, do you still see it? The guidance of grace. You do? Wonderful news. Most tarnished are blind to it these days. You are something of a rare breed. Well, what do you say? Care to learn an incantation of the two fingers? Halt eine kleine Menge HP. Boah. Heilt Vergiftungen. That is a work of heresy. Its incantations bear no lineage from the Erdtree. Very well. I'll take it off your hands. Wow. Okay. May the Golden Order shine through you. Alles klar. Miet. Alter, das hat riesig hier.
Was ist das? Okay. Ein stiller Geselle. Das ist schön hier. Ups, war ich nicht. Er bittet bei Invasion die Hilfe eines Jägers. Antwortet auf einen Hilferuf von Jägern. Nehmt Gestalt als Gast an. Nehmt Gestalt. Damit können wir wahrscheinlich den Stuff, die Aschen rufen. Ja. Benutzt einen blauen Losungsring, um den Ruf eines Jägergesuchs aus einer anderen Welt zu folgen. Ein Mehrspielerpartie beginnt, bla bla bla. Ihr als euch als Jäger, eure Aufgabe ist den Eindringling. Jo! Na komm, ja. Okay, Klangperlen hier. Ah komm, 6, 6, 6, 6, 6. Nehme ich jetzt. Boah, das aber. Das haben wir auch schon gesehen in Cutscenes. Ladebildschirm. Oha! Starker Feind voraus. Oh. Hier ist noch wer? Ah, we meet again after all. I apologize for any offense given by my bearing, but I'm quite unable to move, you see. So, what do you need? Ah, you defeated Godric and claimed yourself a great rune. Looks like we both got what we wanted out of Stormvale, didn't we? Well done, friend. Something to mark the occasion. Go on, take it. What? As you might have guessed, I still can't move. My fighting days are behind me. No need to be polite. I've no use for it anymore. The misshapen corpse under Stormvale. That is a sacred relic of the Black Knives plot, as that famed night of assassination is known. It happened during the golden age of the Erdtree, long before the shattering of the Elden Ring. Someone stole a fragment of the Rune of Death from Malaketh, the Black Blade, and on a bitter night, murdered Godwin the Golden. That was the first recorded death of a demigod in all history, and it became the catalyst. Soon, the Elden Ring was smashed, and thus sprang forth the war known as the Shattering. I once wished to become a scholar, you see. I've spent many an hour scouring the archives for knowledge of that fateful plot. The world has grown crooked, and if you intend to put it to rights, you'd better understand what happened to make it this way. And that thing is to blame for the shape I'm in now. I urge the utmost caution. Don't disturb the corpse more than necessary. Ah, so you've met Dee. Dee is an old friend. We found ourselves journeying together for a time, bound by our exploration of death. But our paths have since diverged, never again to cross. Though that's hardly an uncommon fate for two friends.
Oh Gott. Okay, Bruder. Muss ja nicht gleich ausrasten. Okay. Wow. Können wir hier hinsetzen? Ah ja. Ah, schade. Ich dachte, ich setze mich hin. Das wäre noch viel geiler, wenn man sich in einen dieser Stühle setzen würde. Woo! Ist hier nur das Duell? Ja, scheinbar. Hey, du Cheater! Oh shit! Spötterzunge? Geil! Geiles Battle. Hat mir gefallen. Kurz und knackig und sauber. Always good to see you, son. Spötterzunge. Der 24 Zweierstein. Ja, lockt Eindringlinge an. Oh, also wenn du betteln willst, wer ist er denn? Senior, I bid you welcome. It is safe here. You may let down your guard. Allow me a word of advice. As your senior, you are a mere visitor to the Round Table. Nothing more. A house guest. Yet to earn their keep. Remember your place, newcomer. Du, da war ich schon drin. Da war ich auch, da war ich auch. Fehlt nur noch hier. Endlich! Ein Freund! You're a new face. No matter. It's all the same. Lay out your arms. Let's get smithing. Let's get smithing. Oh. Drei, vier, sechs. Zwei, vier,
Oh, genau für zwei. Oh, B auf Stärke ist natürlich auch wild. Ich kann sie nicht zweihändig nehmen. Ja, klar. Bam! Stufe 7. Kriegsasche duplizieren. Ah, die kann man... Oh, okay. Look at you, boy. She's crestfallen and can scarcely swing a blade. But she has a gift. For spirit tuning. I saw another one like her long ago. Their eyes share the same hue. I see you've noticed the chains. Nothing special. I'm a prisoner and these are my chains. I'm trapped by the hold. I'm dying, smithing for you fools. That's all there is to it. No. Don't read too much into it. I've no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides, I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Even time. Technique never fails. Besides, it helps me forget. The sheer terror of her. Zwanzigtausend Seelen würde die geben, die Seele. Was geht? Greetings, great champion called by grace. I am Fia. Circumstances have compelled my stay at the Round Table Hold. Great champion, would you allow me to hold you? But briefly, perhaps you might share with me some of your lively vigor and your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion. And you, I am sure, will bear a baldekin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Ah, warum auch nicht? Thanks, great champion. You are very warm. What you felt light up inside you was a baldekin's blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me, should you require another. I will take you in my arms as often as you need. Ja gut, sie hat uns Leben geklaut. Für irgendein Blessing. Erhöht kurz das Gleichgewicht. Okay. Frage ist, geht das Ding hinweg? Nachdem wir gestorben sind? Oder bleibt das jetzt einfach so?
Oh. Alter. Oh. Cool. Was haben wir hier? Wer ist hier eingeschlossen? Alter, niemand. Krepus, Schwarz, Schlüssel, Armbrust. Seuchenbolzen. Können wir den überhaupt zünden? Nee. Sad. Aber wir hätten die Küche abgesperrt. Gebetbuch des Assassinen. Ah. Einfach direkt wieder hochgehen und das abgeben. Doing well. Very good. Well then, would you like to learn an incantation? That is a heresy. Wie viele Ketzer gibt's denn? Incantations bear no lineage from the Earth Tree. Very well. I'll take it off your hands. Ja, besser ist er. Lässt Fußballfänger kurz Sturzschaden und kurz den Tunnelbereich, der euch verbirgt. Okay. May the Golden Order show. Yo. May the Golden Order. Guck mal direkt mal, was der Schaden so jetzt abgeht. Ach ja. 334 Damage. Drei brauche ich schon. Damn. Oh nein. Ah! 673. Guck mal, so sieht das also aus. 673 Runden für das erste Level.